Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Crash Bandicoot Insanity Trilogy. Heute im Generator Room mit dem guten Quell. Wir haben in den letzten 2 Folgen recht viel Kugel gespielt. Daher heute mal wieder eine Folge Kratsch. Ja, Kratsche die Kratsch Kratsch. Wir sehen hier Cortex Wunder. Wundersames, einzigartig schönes Gesicht. Und diesen Anfang hier. Dann habe ich schon ein paar Mal gespielt, wollte ich gerade sagen. Anscheinend werde ich ihn wieder ein paar Mal spielen heute. Mensch! Aber Joint verbringt diese Zeit gemeinsam mit mir, wo wir hier Spaß und Abenteuer erleben und ja. Ich sollte vielleicht... Sollte vielleicht mein Leben beenden. Was für ein Leben. Okay. 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 Ich bin hier teilweise schon so oft gestorben. Wir haben gerade was Todes aktiviert, Kinder. Ihr werdet es gleich zu Gesicht bekommen. Das macht Spaß. Das war hier. Wir müssen uns hier nur beeilen, weil das geht wieder weg. Und hier dann voll konzentrieren. Meine Frage, wie soll man eigentlich die... Das ist doch ein Coding-Fehler. Bei allen anderen Kisten hat man den Apfel mit eingesammelt beim Zerstören, aber die zwei nicht. Also das ist doch ein Fehler. Bug! Schlecht! Boo, Vicarious Visions. Boo! Okay. Wow. Hier habe ich immer versucht, darüber zu kommen. Da. Ja. Ich wollte euch gerade eigentlich was schon das. Das ist das Wesen, weil wir den Checkpoint vor dem. Ah. Ah, das fällt ja runter. Hups. Weil wir den Checkpoint vor der Fragezeichenkiste aktiviert haben, geht jetzt dieses Mal kaputt, wenn wir spawnen. Das ist ganz schön lustig. Haha, Roffel XD. Ja. Was ich euch eigentlich sagen wollte, nach dem Crash, ich dachte, die fallen mal runter. Neun Leben also noch. Okay. Ich verliere immer mehr Kinder. Merkt ihr das eigentlich? Ja! Dieses Spiel. Dieses Spiel müssen ein bisschen... Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall, glaube noch einmal Leben farmen in diesem Spiel. Ich habe auch schon eine Stelle, wo ich das ganz gut kann. Ob es die beste in dem Spiel ist, weiß ich nicht. Ich finde, ich habe sie halt so entdeckt. Und ja, also auf jeden Fall. Er wird da rüber springen, da hinten, wo der Checkpoint ist und so weiter. Aber da kommt man später. Ich finde, ich habe immer wieder versucht, darüber zu springen von hier aus. Und das hat nicht funktioniert. Ich dachte mal, das wäre so ein geheimer Bonus-Ding, wo man nur hinkommt, wenn man klug ist. Aber ja. Nee, halt, Aquaco nehme ich nicht mehr, weil den verlieren wir, wenn wir da sterben. Und ich will Aquaco nicht verlieren. Ich will noch benutzen, wisst ihr, weil Aquaco ist ein wichtiger. Hier gibt es eigentlich nur Kisten. Das ist eigentlich, ja. Guter Anfang. Normal. Dafür haben wir inzwischen Checkpoint. Das ist ganz schön cool. Okay. Mensch, 2 Leben und 6 Äpfel. Was will man mehr? Penisse. So, weiter geht's. Hier habe ich dann auch versucht rumzukommen, aber man stirbt einfach nur. Man kommt einfach nicht hin. Man verrickt. Oh, fuck. Hey, doch nicht, fuck. Okay. Ja, unsere... Oh, wow. Hey, da war ein Leben. Kinder. We found a Leben. Alter. Okay. Wir fahren weiter. Okay, bin ich auch immer so richtig dumm gestorben eigentlich, obwohl das eigentlich... Ich will dich töten. Ich will dich tot sehen. Okay. Hier, glaube ich, war das. Und hier sind wir jetzt bei der Einstelle, die wir vorher da drüben gesehen haben. Und ich dachte mir, da kommt man von da drüben und hab da bestimmt, ja, 3-4 Leben gebraucht. Da hatte ich noch recht viele.
Ja, das habe ich auch oft gespielt. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier oft gestorben bin. Wegen dem nicht. Wir werden gleich sehen, warum ich oft gestorben bin. Ich weiß noch nicht genau, warum, aber... Bin gespannt, dass wir jetzt erfahren. Ich habe das Level ja... Das hier habe ich ja erst heute Morgen gespielt, also von dem her. Obwohl, nee, ich glaube, das habe ich gestern Abend noch gespielt. Ich weiß nicht mehr genau. Idon Knopf, Kinder. Autsch. Crash! Wenn ich X drücke, hast du zu springen. Und nicht wie ein nasser Sack auf den Boden zu fallen. Dankeschön, ey. Dankeschön. Ah. Okay. Hier treffe ich sehr selten. Heute schon. Das war einfach vorprogrammiert. Aber Leute, wir haben das Level dabei beendet. Genau das habe ich das hier so oft gemacht. Wegen dieser Sache. Ich hatte hier dann oft einen Hutu gar. Aber den habe ich dann meistens davor schon verloren. Crash ist echt... nicht Crash. Crash ist cute und furry, aber... Cortex ist echt hässlich. Okay, Moment mal. Ja. Okay, gut. Oh, ich hatte gerade kurz gedacht, ich sterbe jetzt. Okay. Da wir fast alle Kisten haben, ist das Level auch gleich vorbei, Kinderlies. Kinderlies, Kinderlos. Oh Gott. Obwohl, das ist gar nicht so schwer. Jetzt werde ich sterben, weil ich sage, das ist nicht so schwer. Oder? Oh ne, das ist gemein. Help. Yay, wir haben es geschafft. Hey, Level vorbei. Level vorbei, drei Leben, alle Kisten. Aber Kinder, wo wir alle Kisten haben, kriegen wir nicht den Edelstein, weil wir dürfen, wir müssen dieses Level schaffen, ohne zu sterben, um den Edelstein zu bekommen. Weil es ein farbiger ist. What? Der Actual Fact, das Level ist so schon schwer, und alle Kisten zu bekommen ist auch noch schwer. Und dann darfst du doch nicht sterben. What the fuck? Naughty Dog, was ist los mit euch? Das rede ich jetzt über Naughty Dog, weil Naughty Dog das Originalspiel gemacht haben. Und, ja. Das Level ist ein bisschen schwieriger. Da habe ich ein paar Mal gehangen. Das habe ich aber... Das, okay, die Level, die jetzt kommen, die habe ich heute Morgen gespielt. Die anderen waren alle von gestern Abend. Das habe ich immer, also Montagmorgen gespielt. Für euch sollte Donnerstag sein. Hoffe ich. Schau mal. Okay. Diese Missgeburt hier schmeißt er mich einfach mit. Fucking Atome! Verpiss dich! Können wir aber recht leicht killen, aber... Das ist noch, also was... Vielleicht schaffen wir dieses Level ohne zu stimmen. Das ist nämlich das Gleiche. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Wish me luck. Thank you. Hutuka. Hutuka, 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 Hutuka. Hier geht es nämlich schon wieder weiter. Wie man unschwer erkennen kann. Aber wie gesagt, hier drüber springen ist noch leicht. Nachher wird es noch schwieriger. Die. Aua! Oh. Eigentlich bin ich gerade in nichts gesprungen. Wisst ihr? Das Spiel springt manchmal nicht über Abgründe, obwohl es eigentlich sollte. Und dann lässt es mich in der Luft springen. Weißt du, entweder du machst alles richtig oder alles falsch, aber nicht halb-halb. Danke. Ich wollte gerade sagen, wenn das so weiter geschaffen wird, dass eventuell wirklich nur zu steppen wäre, wo wir Akaku nicht mehr haben. Ich glaube, ich da nicht mehr dran, weil ich glaube, jetzt wird es gleich... Kommen jetzt schon die... Jetzt hüpfen die nämlich und da muss man immer so ein bisschen abschätzen. Und das kann ich nicht gut. Also schon gestorben. Kein Edelstein für uns. Sad life. Wir haben trotzdem alle Kisten ganz einfach, weil wir es einfach können. Weil ich einfach ein Pro bin. Stimmt's, Crash? Ja, du bist der Beste! Danke. Du auch. Yay! Ich meine, du bist ein Furry. Ich liebe Furries. Yay! Furry, ja! Genau so, oh, ich sollte hier nicht so viel erstirben. So viel Quatsch machen und mich aufs Level konzentrieren. Hätte ich auch mal können. Okay, es kommt gerade nicht. Okay. Als ob ich so nah an der TNT-Kiste war. Da ist ein Schuh in der Luft.
Ein Schuh in der Luft ist ein Clou in der Luft. Ein Schuh in der Luft ist ein Clou in der Luft. Ein Schuh in der Luft ist ein Clou in der... Okay. Erneut. Ich sollte aufhören, Quatsch zu machen, um mich aufs Level konzentrieren. Sudo, please. Just be patient and norm with your actions. Hang. Nein. Kein Atommüll mehr für dich. Ihr merkt, diese tüpfenden Dinger, die fallen mir nicht einfach. Aber das schürfen wie Juno. Uhu. Okay. Wie gesagt, über die drüber zu springen, die sind easy, aber halt die hüpfenden, die fallen mir halt schwer. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich sterbe, ey. Okay, das verdammte Mal. Hier das nächste rollt. Glaub hier, ne? Nee, doch. Ist mir egal, ich will das gar nicht haben. Nein, du wirst nichts mehr. Da hinten ist ein Checkpoint. Yeah. Checkpoint, hi. Ich liebe dich. Checkpoint, hi. Ich liebe dich, Checkpoint. Da kommt doch gleich was. Oh gosh. Bonus Level am Ende. Alle Kisten, wir gehen in Bonus Level und das Leben ist schön. Oh Gott. Ach ja, ich sterbe, egal wo ich bin. Okay. Da war ja was. Nochmal bitte. Das Level ist bald vorbei, Kinder. Hype. Dann können wir sogar noch den Boss in der Folge machen. Yeah. Es geht halt ununterbrochen weiter, deshalb können wir da leider nicht so viele Äpfel haben, wie ich gerne würde, weil das TNT erlaubt. Das ist ja, wir haben jetzt alle Kisten, wir sind noch da vorne den Killen. Das eine Weile dauern könnte unter Umständen. Weil ihr wisst, ich mag die springenden Dinger nicht. Ich glaube hier. Ha! Kannst nichts. Level vorbei, aber da wir gestorben sind, ihr wisst ja, wie ich es wollte. Aber du hast trotzdem verloren. Wir sind da okay. Nächster Boss, der mega easy und langweilig ist, aber hey. Der schießt 24/7 mit Kugeln, ja. Wir müssen eigentlich einfach nur hier stehen und warten, bis er nachladen muss. Ja. Jetzt, also gleich, wenn er... Okay. Irgendwie schaffe ich den Anfang gerade nicht. Okay, jetzt. Ihr seht, sehr anspruchsvoll. Lassen wir wieder rüber. Mann, ey! Hat voll besser funktioniert. Ja. Und so geht das halt weiter. Dann wird auch noch minimal ein bisschen vielleicht schwerer, aber im Großen und Ganzen kann der eigentlich nicht viel. Ja, ist okay. Jetzt müssen wir halt von hier treffen, jetzt müssen wir ihn gleich von hier drüben treffen.
Und jetzt müssen wir ihn halt oben treffen. Schwerster Boss aller Zeiten. Wow. 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 Gut. Nächstes Level. High Road. Genau. Ist nochmal so ein tolles Brückenlevel. Das habe ich jetzt nicht mehr zu Ende gespielt. So. Da war dann die Zeit irgendwann vorbei und ich musste wieder nach Hause bei meinem Kumpel. Deshalb, das habe ich nur halb gespielt. Da habe ich dann auch rausgefunden, dass man an der Seite laufen kann. Und, ja. Aber wir werden das jetzt mal ohne das versuchen. Außer wenn so ein Wildschwein kommt, was man nicht töten kann. Ich zeige euch übrigens einmal eben, wo es da hinten hingeht. Den Weg werde ich euch aber nur einmal zeigen. Weil ich den nicht jedes Mal gehen will. So, muss man einfach immer da landen, wo die Äpfel sind. Und dann gibt's dann Secret. Aber wie gesagt, das zeige ich euch einmal. Und ich glaube, das ist das, was wir am Ende von der vom ersten Level dieser Art gesehen haben. Im Schatten hinten, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber es klingt plausibel für Michele. Okay. Gut. Hier müssen wir wieder aufpassen. Als ob du den nicht getroffen hast. Oh. Ah ja, und diese. Also, hier kann ich ja echt nicht viel kommentieren, weil hier muss ich mich ja nicht echt drauf konzentrieren, die Plattform zu treffen, ne? Hi. Ciao. Ihr seht, das ist einfach toll. Ich muss mich trotzdem noch konzentrieren, aber ja, wir machen das jetzt nicht nur. Mann. Ganz ruhig. Niemand wird getötet. Was? Spiel. Ich bin ja eigentlich nur auf ihn draufgesprungen, aber okay. Okay, fett da! Nee, sehe ich nicht ein. Tschüss. What the fuck? Ja, das bringt mir viel, wenn ich da runterfall. Okay. Gut, dann ist der nächste Checkpoint. Was? Seit wann bitte das? Okay, gut zu wissen. Ah, dieses Level. Also das Level ist echt behindert. Da komme ich da auch drüber. Okay. Ich mache mir die Maus aus dem Bild, obwohl ich sehe gar nicht, weil die Webcam da drüber ist. Tschüss. Kein
Bock auf das Level. Hi. Okay. Okay. Ich kann es auch nochmal, wenn ihr das unbedingt wollt. Warum? Wie viel Leben habe ich noch? Uff. Wow. Ich Idiot! Ja, komm. Crash. Sorry, aber ich habe keinen Bock, das Level nochmal von vorne zu machen. Das ist voll lame. Ich möchte euch sehen, wie ihr das spielt, okay? Wir haben eh schon wieder Überlänge, Leute. Wir sind bei 21 Minuten. Okay. Alter. Mach Bumm. Bumm. Kommen wir da jetzt so rüber? Oder hätten wir da... Doch, das sollten wir nicht rüberkommen. Okay. Neu. Ach, wir müssen unten und oben, okay. Ich würde eigentlich ganz gerne alles holen, dass wir vielleicht ein paar One-Ups kriegen, wenn wir das Level auch noch voll schaffen. Okay, also. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Strat dafür irgendwie. Es sieht mir schwierig aus. Mal schauen. Nee, halt, ich muss ja. Okay, ich glaube, ich konzentriere mich nur auf die unteren Kisten. Da ist eh mehr drin. Weil ich glaube, alles andere schaffe ich nicht. Ja, ich kann es nicht mehr von den Kisten, dann klappt das. Gut. Ja, Überlänge, Leute. Ist jetzt so. Für die nächste Kürze oder so. Mann, das ist ein Ja. Quality Gamentary. Lohnt sich das mit den Wumpern, mit den Kisten überhaupt? Also wir gehen einfach mal nur den oberen Weg und gucken, wo wir hinkommen. Wenn es am Ende dann irgendwie 3 Leben free gibt, dann egal. Mit den Kisten, dann ist mir das dann nicht egal. Also. Ja, komm. Scheiß drauf. Das reicht mir. Ist mir egal. Da wollte ich hin. Alter, guckt euch das an. Pure Krebulates.
ein bisschen Angst, dass er runterfällt. Aha, geschafft. Okay. Zwar auf etwas unorthodoxe Art und Weise, aber das ist mir so egal. Wir haben es geschafft. Das sind ja nur 10 Ticks aus dem Bonuslevel. Nochmal 5. Ach ja, die am Anfang. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, das war das ja gar nicht so viel, so lange, wie ich noch gedacht hätte. Das ist ja vollkommen akzeptabel. Okay. Gut. Was das jetzt gerade, weiß ich nicht. Just oder was? So. Und das heißt, das nächste Level ist wie. Die nächste Folge ist wieder blind. Yay! Ich glaube aber, ich werde davor vorspielen, weil ansonsten schaffe ich dieses Spiel nicht. Ich glaube, wir sind noch recht bald am Ende. Ich habe gerade mega ein Déjà-vu, by the way. Und ja. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns noch nach oben einen Kommentar oder irgendwas anderes da. Ein Abo wäre toll. Links zu anderen Projekten in der Endcard. Social Media Links in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Außer Tschüssi.